Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Von der Ergo-Generalagentur Ingonei in Ilsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Schnäppchenjäger, aufgepasst! Traumküchen zum halben Preis beim Pirnaer Möbelhandel. Und als Extra gibt es 1.000 Euro geschenkt. Beratung, Verkauf, Montage, alles aus einer Hand. Pirnaer Möbelhandel im Einkaufszentrum Petz auf der Rottwerndorfer Straße. Ja, herzlich willkommen zum Vereinsquiz Nummer 4 bei den Possendorfer Teichfliegern. Und da muss ich gleich mal eine kleine Geschichte vorausschicken. Wir haben uns kennengelernt als Faschingsverein beim Wintergrillen 2019. Wart ihr mit dabei und habt ihr gesagt, Mensch, also unser Teichfliegen steht so ein bisschen auf der Kippe. Wir brauchen Leute, wir brauchen Mitarbeiter, die auch fleißig mit anpacken. Und dann haben wir im März einen kleinen Aufruf gemacht bei FAM. Und aus diesem Grund sind scheinbar doch ein paar Leute gekommen, oder? Also es sind ganz schön ein paar zusammengekommen. Wir sind mittlerweile in einem neuen Verein organisiert. Der heißt Possendorfer Teichfliegenverein e.V. Ich habe extra noch mal nachgezählt. Wir sind 35 Mitglieder. Übers Teichfliegen sind noch ein paar Interessenten dazugekommen. Ich schätze mal, wir werden die 40 knacken. Super, oder? Also ist das Teichfliegen für die nächste Generation gerettet, die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall? Also ich würde sagen, ja, weil vor allem auch wahnsinnig viele junge Leute dabei sind. Ja. Nicht bloß so ältere Herren wie ich, sondern sind wirklich junge Leute dabei, mit viel Energie, haben gute Ideen und das fetzt. Sehr schön. Und das ist natürlich auch ein deftiger Grund, beim FAM-Vereinsquiz mitzumachen. Ihr habt euch gemeldet und heute spielen mit ganz außen René Petzold, in der Mitte Annika Hähnel und René Hähnel hier an meiner Seite, der Teamsprecher. Die Spielregeln sind klar. 10 Fragen. Für jede Frage könnte es 10 Punkte geben. 30 Sekunden Zeit für die Beantwortung der Frage. Seid ihr bereit zum Mitspielen? Selbstverständlich. Ja, dann ist noch eine Frage zu klären. Wenn ihr die 300 Euro dann beim Finale gewinnen würdet, für welchen hehren Zweck sollen die 300 Euro ausgegeben werden? Es gibt prinzipiell immer viel zu tun. Wir haben als nächstes so auf der Agenda stehen, wir wollen mal ein paar Mehrwegbecher machen mit Logo und ein bisschen schick. Und da sind die höchstwahrscheinlich gut angelegt. Ja, da kann man, denke ich, mit 300 Euro auch schon ein paar Tausend ordern, nehme ich an, oder? Nicht ganz. Man kommt, glaube ich, auf 1,10 Euro pro Becher oder so. Doch, so viel. Ja, Umweltschutz ist nicht billig. Das sehen wir ja gerade aktuell bei den politischen Verhandlungen. Aber das lassen wir jetzt mal ganz schnell außen vor. Und wir machen jetzt das Vereinsquiz Nummer 4 bei den Possendorfer Teichfliegern. Und hier kommt für die ersten 10 Punkte die erste Frage. Du darfst mal rumdrehen. So. Der Pico del Teide. Was? Der Pico del Teide ist mit 3.718 Metern die höchste Erhebung auf A. Teneriffa, B. La Gomera oder C. Fuerteventura. Wer war denn schon mal auf den Kanarischen Inseln? Da war ich schon, aber ich war ja nur zur Disco. Na, das ist der Pico del Teide. Also, der ist 3.718 Meter hoch und ist die höchste Erhebung auf A. Teneriffa, B. La Gomera oder C. Fuerteventura. C. Ihr wisst es nicht, das Kopfschütteln. Fuerteventura ist gut. Das hoch? So, ist also. Wie viel Meter hoch? 3.718. Ist nicht Fuerteventura. Ist nicht? Der ist auf jetzt. Zack, zack, zack. B. Irgendwas. Na, dann mach B. Die goldene Mitte, ne? La Gomera ist, aber wäre fast richtig gewesen. Ah, er ist auf Teneriffa. Da gibt es den höchsten Berg. Und das ist der Pico del Teide, der auch schneebedeckt ist. Und auch selbst im Sommer ist es noch angenehm kühl dort oben. Aha. Man sollte das vielleicht mal als Urlaubsziel in Betracht ziehen. Auf jeden Fall gibt es keine Punkte bei der ersten Frage, aber das wird sich jetzt ganz schnell ändern. Für die Skier muss man da dann Übergewicht bezahlen, wenn ich die Nein. Bin? Nein. Nein, okay. Die gibt es dann oft blasbar, so wie diese Sports. So, und die Frage Nummer 2, wenn sie rauskommt.
Die ist ganz einfach zu beantworten. Die Bundesautobahn 17 oder A17 führt von Dresden in südlicher Richtung, hier unten, zur tschechischen Grenze. Von der Grenze führt die Autobahn bis Prag und trägt auf tschechischer Seite welche Bezeichnung? Ist das A die B1, B die Z5 oder C die D8? Wie heißt diese Autobahn, die direkt vor unserer Nase quasi liegt, auf tschechischer Seite? Also bis zur deutschen Grenze behält sie praktisch B1? Die A17. Es ist die B1, B wäre die Z5 und C die D8. Diese Möglichkeiten gibt es zur Beantwortung. Geh fordern ins Ausland. Also wohl mal Zigaretten holen oder sowas. Ich schätze jetzt. Was? Ich schätze, Zeit ist um. So. Ihr Lieben, ja? Die Zeit ist durch, 30 Sekunden sind rum. Ihr sagt A, die B1 hergeleitet aus dem Sächsisch-Prag. Dem Sonnenschein und dem CO2 in der Luft. Sächsisch-Prag. Nein, es ist die D8. Glaubst du gar nicht? Das glaubst du? Ich habe nie gehört. Na, das Ganze, also das ist jetzt. Nee, heißt D8 heißt D8, ne? Okay. Wie A17, also. Das ist der Autobahn. Dünnschlitschka, oder? Ich weiß es nicht. Aber jetzt wisst ihr die dritte Frage. Das sind schlechte Fragen. Ja. Mensch, ja, habe ich mir Mühe gegeben. Ja. Die Kinder haben so ein... Ja, zu eurer Errettung sei gesagt, auch die anderen Teams sind ganz schön gescheitert mit vielen Fragen. Das beste Team ist immer noch der Schatzhand im Seeblick mit 60 Fragen. Mit 60 Punkten verflixt. Ja, wir stehen hier fast im Wasser, ich kann schon kaum reden. Die Frage Nummer 3. Welcher Discounter-Konzern ist mit über 10.500 Filialen in 30 Ländern dieser Welt vertreten und damit nach Menge der Filialen gesehen der größte Discounter-Konzern der Welt? Und die Antwort ist A. Aldi, B. Lidl, C. Penny. Der größte Discounter der Welt mit 10.500 Filialen in 30 Ländern. Wir sind schnell. B, richtig, Lidl, machen auch keine Werbung, dafür gibt es 10 Punkte. Sehr schön, jetzt geht's los. Scharf. Ach, Mensch, das ist ja hier jetzt. Es geht auch die Kuverts ganz anders auf. Weil die schon aufhaben. Scherzkeks. Den weihnachtlichen Canaletto-Markt findet man in welcher sächsischen Stadt? A, Dresden, B, Pirna, C, Meißen. Wo gibt es den Canaletto-Markt? Dresden? Mhm. Canaletto-Markt. Was war's? A, Dresden? Ist jetzt durch. Das ist jetzt durch. Mhm. Den findet man seit 2013 in Pirna. Pirna? Okay. Der Pirna Weihnachtsmarkt heißt seit 2013 Canaletto-Markt. Mhm. Da haben wir den Schwung nicht ganz aufgenommen. Da sind wir drüber gerissen jetzt, oder? Aber ihr merkt, das ist Allgemeinbildung ohne Ende. Ja. Das sind sowas von hinterhältige Fragen. Die nächste ist lösbar. Lösbar sind alle. Also, ich denke. Welcher Feiertag ist am 21. Mai 2020? A. Pfingstmontag, B. Christi Himmelfahrt, C. Ostersonntag. Der 21. Mai 2020, also nächsten Jahres. Das könnte. Pfingstmontag, B. Christi Himmelfahrt, C. Ostersonntag. Ich sag's. Ja. B. Richtig, das ist der Christi Himmelfahrtstag. Das sollten eigentlich die Männer wissen, aber die stehen hier so ein bisschen, ja. Naja, halte mich jetzt hier zurück mit genaueren Äußerungen. Aber schon wieder Rippchen holen, ne? Also, um das den Zuschauern auch nochmal zu demonstrieren, bevor wir weitermachen. Also hier, wo wir jetzt stehen beim Quiz, ist Wasser drin bei euren Teichfliegen und von wo kommen dann die Boote? Von irgendwo außen angefahren? Also gesprungen wird von da oben, ja, hier rein. Und hier sitzt die Jury. Also nicht hier unten, sondern da oben. Ja, ja. Also um das nur noch mal bildlich darzustellen, dass wir hier wirklich in dem Teich sind, wo Teichfliegen stattfinden. Genau. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Also ich habe Gänsehaut überall. Schau mal hin, ich habe nasse Füße. Richtig. Oder kalte. Frage Nummer, also die fünfte habt ihr, ich bin durcheinander, hier sind 20 Punkte. So, ihr Lieben, jetzt sind wir bei Frage Nummer 6. 70 kommen, ja? Geht noch ab. Wie lange ist die Tragezeit beim Elefanten? Also der Mensch hat 9 Monate. Ne? Ist das A 11 Monate, B 21 Monate, C 24 Monate, so ganz groß? Der Elefant 11 Monate, B 21 Monate, C 24 Monate. Zwei Jahre, würde ich denken.
Also ist auf jeden Fall die längste aller Landsäugetiere. Ich glaube, 2 Jahre habe ich schon mal gehört, würde ich denken. Wir nehmen C, 24 Monate, ist auch wieder ein ganz klein bisschen falsch. Es sind 21. Ja. Wer hat das gesagt? So, so, so. Allgemeinwissen ist gefragt. Das ist da aber, wir waren doch noch dran. Nee, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Aber eben. Ich habe gedacht, die müssen länger leiden. Das ist immer so. Aber jetzt geht's ab. Das, Leute. Frage Nummer 7. Die Hauptstadt von Australien ist A. Melbourne, B. Sydney, C. Canberra. Die Hauptstadt von Australien. War schon jemand dort? A. Melbourne, B. Sydney, C. Canberra. So, die Schlachtenbummler, die hier stehen, die sind jetzt hier völlig aus dem Häuschen. Jetzt muss doch mal eine richtige Frage kommen. Kannst du nochmal A, eine Antwort. B, C sagen? A. Melbourne, B. Sydney, C. Canberra. Und noch Zeit zu überlegen. Ihr meint Melbourne? Ja? Ist das jetzt eure Antwort oder zeigt ihr das jetzt nur dem Kameramann? Ja, steht jetzt eh fest. Melbourne. Wir können auch Sydney nehmen. Das wäre auch beides falsch. Das ist Canberra. Ehrlich? Ehrlich. Also, jetzt kommen die. Ich merke auf jeden Fall beim nächsten Vereinsquiz 2020 seid ihr wieder mit dabei. Und dann wird vorneweg ein Wissenstest gemacht. Ich habe ganz andere Sachen vorbereitet. Das habe ich mir gedacht. Wie lange ist die weißere Zahl? Wie hoch ist da, wie in Luchberg oder was? Alles klar. So, wir sind bei Frage Nummer 8. Das Aushängeschild des Raffles Hotel in Singapur ist seit 30 Jahren A. ein Getränk, B. eine Speise, C. ein Tier. Raffles Hotel in Singapur. Eines der ältesten, bekanntesten Hotels dieser Stadt. Ich denke, jeder war schon mal da. Ich hab was gegessen, also geschmeckt hat. Mensch, ihr seid. Ich kann da wirklich nicht. Bitte nochmal die Frage. Das Aushängeschild des Raffles Hotel in Singapur ist seit 30 Jahren A. ein Getränk, B. eine Speise oder C. ein Tier. Ein Tier? Singapur ist die Katzenstadt, ne? Das darauf vielleicht hergeleitet. Aber der Singapur Sling ist der bekannteste, das bekannteste Mixgetränk und gibt es eigentlich nur im Raffles Hotel Original. Ja, ja. Na gut. Reiseempfehlung für die 3, Singapur, Raffles Hotel. Aber euch ziehe ich heute ganz schön aus, mein lieber Mann. Mein lieber Charlie. Mein lieber Mann. Fühle ich mich ja selber schlecht dabei hier. Und das mit Recht. Leute, am 1. Oktober, also Frage 9, 1930, wurde in Dresden die Kaditzer Brücke eingeweiht. Heute heißt sie Flügelwegbrücke. Bist du soweit alles verstanden? Ja. Ja? Von 1984 bis 1994 führte die Brücke den Namen eines KPD-Funktionärs. Wie hieß die Brücke diese 10 Jahre? War das A, die Rudolf-Renner-Brücke, B, die Ernst-Thälmann-Brücke oder C, die Erhard-Neubert-Brücke? Das sollte aber die jüngste Vergangenheit. Rudolf-Renner-Brücke A, Ernst-Thälmann-Brücke B, C, Erhard-Neubert-Brücke. Ist ein Dresdner Kommunist gewesen, vielleicht schließt das schon einige aus. Dann war es der Renner. Gibt's eine Straße. Ja. Nee, aber da ist ja kein Dresdner. So. Renner ist A, Thälmann B, Neubert C. Und ihr entscheidet euch sensationell für A, das ist richtig. Und damit gibt es jetzt, ich muss gucken, 30 Punkte. Mein lieber Scholli, ey. Oh, das ist ja hier Donnerwetter. Wer hat die Fragen gezogen? Und jetzt setzen wir alles auf eine Karte. Jetzt geht's ab. Jetzt 40, mein guter, 40. Noch dazu, da sind wir dabei, 70, da läuft's. Auf geht's. Das hatte. Also wenn ihr das nicht schafft, dann bleibe ich hier liegen die Nacht. Also pass auf. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Diese Zeilen findet man in welchen Märchen? A. Hans im Glück. B. Frau Holle. C. Rumpelstilzchen. Und wie aus der Pistole geschossen. Kommt von, ich muss gucken, wer der kluge Mensch ist. René Petzold, die Antwort C. Rumpelstilzchen. Richtig. Damit 40 Punkte. Für die Teichflieger als Possendorf und erlösende Worte, ihr seid durch. Ja. 40 Punkte habt ihr hingekramt, ist nicht ganz schlecht. Damit ist unsere Blödheit ausstrahlen, oder kann man das Wir werden einiges verpixeln müssen.
Also ihr seid auf jeden Fall besser wie die Volleyballtalente von TuS Dips. Sie hatten 30 Punkte. Der Feuerwehrförderverein Depoldeswalde hat 50 Punkte, also ist leicht über euch. Und das Schachzentrum Seeblick liegt, man glaubt es nicht, mit 60 Punkten immer noch in Führung. So sieht das aus in diesem Jahr. Und jetzt gibt es noch die Beantwortung der Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage präsentiert Ihnen die Strakos Erlebniswelt in Köln-Nitz. Erlebnisverkauf plus Gastronomie unter einem Dach. Ich hatte einen Wikipedia-Eintrag vorgelesen und gesucht, war eine Sportart und die richtige Antwort hieß Beachvolleyball. Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner, der Gewinnerin. Und jetzt gibt es die neue Zuschauerfrage. Die ist schwer. Wer ist der langjährige treue Moderator beim Possendorfer Teichfliegen? Ist das A. Heinz-Florian Oertel, B. Waldemar Hartmann oder C. Wolle Fürster? Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein für den Erlebnisverkauf oder einen Restaurantbesuch in der Strakos Erlebniswelt in Köln-Nitz. Zeit für Schönes, Zeit zum Träumen, Zeit zum Genießen. Also, wenn Sie es wissen, mitspielen, es gibt natürlich wieder etwas zu gewinnen. So, meine Lieben, ich gucke jetzt nochmal auf die Namen, das muss ich nochmal vorlesen, weil dieses geballte Wissen, also René Petzold, Annika Hähnel und René Hähnel haben mitgespielt. Ich muss es Danke. Bitte, das mache ich gern. Haben 40 Punkte hier erreicht und werden mit Sicherheit, glaube ich, nicht im Finale sein, aber das ist gar nicht schlimm. Hallo. Sie haben mitgespielt. Hallo. Und haben, wie gesagt, 40 Punkte. Nächste Woche sind wir bei der Spielbühne Freital e.V. oder beim Spielbühne Freital e.V. zu Gast. Darauf freue ich mich schon. Und aus dem Teich verabschieden wir uns jetzt hier aus Potsdorf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.